Man wirft mir vor, dass ich Staatsgeheimnisse an Russland verraten hätte. Und das habe ich aber nicht. Der frühere Verfassungsschützer Egisto Ott ist am Freitag unter Spionageverdacht festgenommen worden. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek. Zuerst hatte der Falter darüber berichtet. Gegen Ott werde von der Wiener Anklagebehörde wegen Amtsmissbrauchs und geheimen Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs ermittelt, teilte Bussek gegenüber der APA mit. Laut der Sprecherin wurde auch eine zweite Person festgenommen, zu deren Identität wollte Bussek keine Angaben machen. Laut Falter soll es sich dabei um Otts Schwiegersohn handeln.